Herzlich willkommen zu unserem Lernvideo zu den Regenbogenbergen. Ein paar allgemeine Infos zu den Regenbogenbergen. Es gibt mehrere Regenbogenberge. Jetzt aber etwas zu denen in China. Die Regenbogenberge befinden sich im Zhanghe-Dangtze-Geopark im Nordwesten von China. Der Geopark ist ungefähr 510 Quadratkilometer gross. Die Regenbogenberge sind 2000 bis 3800 Meter über Meer. Sie sind ungefähr 24 Millionen Jahre alt. Die Berge heissen Regenbogenberge, weil sie wie Regenbogen aussehen. Sie sehen auch fast wie angemalt aus, doch die Farbe ist wirklich echt. Zur Entstehung der Berge. Auf dem Meeresgrund von Tethys, das ist das Urmeer, sind zwei Kontinentalplatten kollidiert, also aufeinander prallt, die europäische und die afrikanische. Solche Platten sind Stück von Erdkruste. Sie werden von Strömungen im heißen Magma angetrieben. Durch Kollision von der Kontinentalplatte ist das Urmeer Tethys verschluckt worden. Kilometer dicke Gesteinsschichten haben sich gefaltet. Die Platten sind so übereinander geschoben worden. So sind Berge und Alpen entstanden. Über Millionen von Jahren haben sich Gesteinsschichten gelagert, sogenannte Sedimente, mit unterschiedlichen Mineralien drinnen. Mit der Bewegung der Erdplatte haben sich die Schichten übereinander geschoben. Berge sind entstanden. Wind und Regen tragen ungleichmäßig die Schichten ab und reagieren mit Sauerstoff und Wasser. So entstehen also die sieben Farben der Regenbogenberge. Ein paar allgemeine Infos zum Regenbogenberg in Peru. In Peru gibt es nur einen Regenbogenberg. Er heisst Minicunca. Er ist 5200 Meter über Meer. Er befindet sich südöstlich von Cusco in der Provinz Cuspicanchi im Süden von Peru. Der Minicunca ist in den Anden, also in einem Gebirge. Der Minicunca hat sieben Farben, die parallel zueinander verlaufen und darum sieht er wie ein Regenbogen aus. Der Berg ist eine ziemlich grosse Touristenattraktion. Jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über das Naturphänomen der Regenbogenberge.